Leute, hier ist wieder euer Eierkopf und heute gibt es ein richtig krasses Video, denn Anton und ich sind heute einfach mal eine Nacht komplett alleine bei McDonald's. Ey, es wird ultra krass. Anton, ich würde sagen, wir gehen rein und ich erkläre dir alles Weitere. Auf geht's. Aber Anton, ganz vorsichtig, wir dürfen von den Mitarbeitern nicht erwischt werden, weil mit dem Chef ist das wieder abgeklärt. Mhm. Ah, uns darf kein Mitarbeiter erwischen. Wir gehen rein. Ja. So, Anton, wir sind jetzt drin. Gavin, du musst leise sein, weil uns darf kein Mensch sehen. Genau. Freunde, ganz, ganz wichtig, wie gesagt, macht das Ganze bitte nicht nach. Das ist hier abgesprochen. Also wir dürfen hier drehen. Wir testen hier sozusagen wieder die Mitarbeiter wie im Süßigkeitenladen. Ich habe hier auch sogar was vom Chef direkt bekommen. Und zwar McDonald's-Hüte. Setz deinen mal auf. Guck dir den mal an. Und jetzt, so? Ja, einfach drauf. Guck mal. Weil so sind wir nämlich unauffällig, Anton. So, Anton, ich setze mich einmal ganz kurz zu dir, damit uns auch hier wirklich keiner sieht. Weil wir sind heute nämlich in einem richtig krassen Outfit unterwegs. Weil, Anton, zum einen haben wir jetzt einen Mackles-Hut auf und zum anderen haben wir sogar den Merch an. Zieh dir das mal rein. Freunde, 1.12. 18 Uhr auf clashgames.shop. Gönnt euch den Merch streng limitiert auf 500 Stück. Was gibt's dazu? Eine Autogrammkarte, ein Jahreskalender, jede Seite ist anders bedruckt. Und es gibt Poster und wie gesagt ein Jahreskalender. Und Anton, oh, ich sehe gerade, jetzt sind gerade relativ viele Leute gegangen. Lass uns mal probieren, schon mal in die Küche reinzugehen, oder? Wie gesagt, Freunde, abonniert den Kanal. Guck mal nochmal kurz, bevor wir reingehen. Haben alle abonniert? Nee, 1800 Milliarden nicht. Hä, wieso habt ihr noch nicht abonniert? Sagt denen mal, die sollen das jetzt mal machen, schnell, bevor wir reingehen. Bitte abonniert, weil das ist cool und ihr müsst abonnieren, weil das Video wird zu krass, das müsst ihr dann abonnieren. Okay, Freunde, ich gehe jetzt einmal kurz vor, Anton, ich guck erstmal die Lage. Ich check dir erstmal aus, ich hol dich dann sofort, ja? Ja. Okay, Freunde, ich bin jetzt hier gerade vor so einem Sichtschutz. Also es sind noch ein paar Mitarbeiter da, deswegen müssen wir auf einen günstigen Moment warten, dass wir reingehen können. Ihr seht, Anton ist da ganz hinten. Okay, ich warte jetzt einmal kurz ab und dann rufen wir Anton und dann gehen wir rein. Anton, du musst jetzt reingehen, mach deine Kapuze auf und du musst geduckt gehen. Nichts anfassen und dich darf keiner bemerken. Die haben gerade so viel zu tun, die kriegen das gar nicht mit. Okay, los. Okay, Freunde, habt ihr gesehen? Keiner hat Anton bemerkt. Das Problem ist halt, ich bin halt noch ein bisschen größer als Anton. Ich tue jetzt einfach so, als wäre ich so ein Mitarbeiter. Wir sind jetzt hier in so einem Zwischenraum. Ey, uns hat keiner bemerkt. Ja, das. Die haben so viel zu tun, das checkt keiner. Alter, wir sind einfach voll durch die Küche gegangen. Warte, ich zeig. Bleib du mal hier. Die sind voll lost gewesen. Ja, ich zeig den Zuschauern das mal. Vorsichtig, vorsichtig. Ey, Anton, wir gucken uns jetzt alles an. Alles, was die Zuschauer sonst nicht sehen. Weil Freunde, ihr seid ja alle immer nur vorne in dem Bereich, wo man bestellt. Und wir gehen jetzt dahin, wo keiner hingeht. Das wird ultra krass. Bist du bereit? Du musst noch schnell den Mackles-Tanz machen. Kennst du okay, den? Okay, ja. Weißt du, wie der geht? Ja, guck so. Ja, ja, mach den mal. Okay. Ja, das ist krass. Okay, du gehst jetzt wieder vor und du hast ja gesehen, da vorne, warte mal. Wenn wir da rausgehen, dann kannst du direkt rechts. Du musst dich da ganz schnell durchschleichen. Kapuze auf, genau. Und los. Anton ist durch. Jetzt bin ich dran. Oh, guck mal, Tomaten. Oh mein Gott, Anton. Alter, wo sind wir hier? Geh mal lang. Ja, vorsichtig, vorsichtig. Alter. Hier ist ja rutschig, Kevin. Das stimmt. Alter, wo sind wir hier, Anton? Weiß ich nicht. Hey, wir sind immer noch bei McDonald's. Was ist das? Alter, das ist ein Feuerlöscher. Wenn hier einer Bumm macht, dann kann man ihn damit löschen. Ja, vielleicht hat der Bumm getrunken. Oh, von Süßigkeiten von Alper, ne? Ja. Warte, stopp. Alter, das ist so dieser Pausenraum hier oben. Guck mal, hier sind so diese Crew-Checklisten. Guck mal hier. Was? Korrekte Verpackungsausgabe, korrekte Mülltrennung. Alter, das ist krass, oder? Ja. Guck mal hier. Lebensmittelsicherheit, Krankheiten, man muss immer Handschuhe tragen. Die Hygiene wird bei McDonald's natürlich groß geschrieben, deswegen dürfen wir auch nichts anfassen. Also Freunde, wir dürfen hier wie gesagt sein, das ist alles abgeklärt, aber wir dürfen halt nichts anfassen. Ja, weil wenn das dann dreckig ist, dann ist nicht witzig. Genau, aber guck mal, hier ist so eine Waschmaschine. Alter, mach mal Licht an. Hier wird so alles
Sehen wir hier vielleicht McDonalds-Klamotten? Da unten stehen Meckes-Stiefel. Alter! Anton, komm mal mit. Hier ist so Pausenraum. Guck, vorsichtig. Ah, da ist niemand. Oh, McDonalds-Verpackungsreise. Guck mal. Shigai, lecker Diamond. Oh, guck mal. Und hier können wir so rausgucken. Freunde, schaut euch das mal an. Wir sind einfach bei McDonalds oben. McDonalds. McDonalds stur. FC Huchting. Komm mal mit. Alter, ist das krass. Ey, hier ist, glaube ich, hier sind die Umkleidekabinen. Geh mal vor. Boah, da liegt eine Mackey-Schürze. Alter, eine McDonalds-Schürze. Oh, und da sind wieder so Hygienesachen von McDonalds. Ey, die haben hier sogar eine Dusche. Alter, ist das krass, oder? Ja. Hautschutz und Hygiene in McDonalds-Restaurants. Ey, das ist so krass, Anton. Ja, die haben hier richtig sauber. So sauber ist nicht mal in meinem Kinderzimmer. Ja. Lass jetzt mal da gucken, wo die ganzen Burgers gelagert werden, oder? Ich glaube, da kommt einer auch, oder? Warte mal, lass mich zuerst gucken. Kapuze auf, genau. Nein, 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 die muss ja unten bleiben, weil dann sieht man, dass du McDonalds-Mitarbeiter bist. Vielleicht haben die uns deswegen auch einfach reingelassen, weil wir die Hut aufhaben. Schön vorsichtig. Ich bin ein ganz normaler McDonalds-Arbeiter. Was sagen so McDonalds-Mitarbeiter? Burger Pommes. Ich mache jetzt Burger Pommes, Burger Pommes. McDonalds ist viel besser als Burger King. Das stimmt. Und als KFC. Das stimmt. Und als alles andere. Ja, Mc's ist das Beste. Vorsichtig, Anton. Guck du erst mal. Geh mal da rein, schnell. Alter, aber hier muss man vorsichtig sein. Hier ist CO2. Boah, Alter, hier wird die Cola gemacht. Alter. Aber hier ist voll laut drin. Lass mal wieder rausgehen. Hier explodieren meine Ohren. Was ist da drin? Guck mal da. Alter. Oh, Anton. Guck mal, da ist Mayo. Alter, guck mal da. Da wird Pommes drin gemacht. Alter, hier sind die ganzen Verpackungen. Zeig mal. Gib mal. Krass, oder? Burger Pommes. Alter, Freunde, guck mal, hier sind so dieses Zeug. Da ist. Was ist das hier? Alter, guck mal, was das hier ist. Soll ich mal gucken? Hier sind so die Soßen. Was ist das? Zwiebeln. Oh, guck mal, hier sind so die ganzen Packungen von Cheeseburger. Was findest du noch? Alter, von McCafé. Dein lecker Diamond. Boah, was ist das, Alter? Zucker. Hier ist von Rührei to go. Hier ist lecker Süßigkeiten. Ja, das ist ja aber nur so Zucker. Ah, ist doch Süßigkeiten. Kevin, hier ist so viel. Ich will nur wissen, wo ganz Burger sind, damit ich hier essen kann. Ja, aber warte mal, lass mich noch mal kurz gucken. Ich will die Happy Meal Tüten sehen. Happy Meal? Siehst du die irgendwo? Boah, hier, guck mal, hier ist so eine McDonalds Tüte. Wo ist Happy, Happy Meal? Happy Meal! Hast du gefunden? Ruf mal, mach mal den Happy Meal Tanz. Happy Meal. Gib mir jetzt den Happy Meal. Und? Weißt du, wo sie sind? Sind die da? Ich weiß nicht. Ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt dahin, wo es ganz kalt ist. Wir gehen dahin, wo der riesige Kühlschrank ist. Hä? Die riesige Gefriertruhe. Okay. Boah, guck mal, was hier am Boden alles ist. Guck mal, da Burgerpommes. Alter, das sind die ganzen Burgerbrötchen. Und hier auch Burgerbrötchen. Geh mal da rein. Oh, vorsichtig. Oh. Anton, weißt du, was das da ist? Nein. Mach mal auf. Ja. Alter, Anton. Guck mal, hier sind die ganzen Getränke. Hä, rostfrei. Alter, hier ist einfach Nutella. Hä? Was macht Nutella bei McDonalds? Weiß nicht. Ich glaube für Frühstück. Stimmt. Oder den Eierkopf. Ey. Alter, guck mal, Schmarties. Tomatos. Tomatos, was ist das da? Salat. Weißt du, wo wir jetzt reingehen? Jetzt ist das Krasseste. Boah, hier ist minus 200 Grad. Mach mal deinen Mund so, mach mal so. Hier sind minus 18 Grad. Alter, Anton, guck dir mal an, wo wir hier sind. Wir sind einfach im Meckes-Kühlschrank. Das... Ist kalt, oder? Ja, guck mal, die Burger, wie tiefgefroren die sind. Die sind Glaubst du, wenn ich dich hier 10 Minuten lasse, bist du auch tiefgefroren? Nein. Kann man dich dann auch verkaufen? Nein. Alter, hier, guck mal, hier sind die ganzen Pommes drin. Burger-Pommes. Hey, und hier da sind so diese Ringe. Ringel. Twisters. Alter! Was ist das? Chicken Nuggets. Das ist krass, oder? Chicken Nuggets. Was haben wir hier noch alles? Guck dir das mal an. Oh, ich glaube, hier ist das Fleisch drin. Und dann da ist auch richtig. Oh, guck mal da. Kneckebrot. Und hier sind die Muffins. Guck mal. Muffins. Aber wo sind unsere Cookies? Oh, da, guck. Cookie. Triple Choc Cookie. Twinkle Cock Cookie. Lass mal einmal prüfen. Oh ja, die ja, sind gut. Ja, da sind Twinkle Cock Cookies. Ist hier kalt? Ja. Wollen wir raus? Ja. Aber lass doch mal in der Küche gucken. Vielleicht können wir gucken, wie einer so einen Burger gerade macht. Lass mal zuschauen, oder? Ja, aber der darf uns doch nicht sehen. Ach stimmt, wir sind doch Mitarbeiter. Nee, wir sind doch Mitarbeiter. So, du bist ja mein Praktikant und ich bin hier Mitarbeiter. Ich sehe doch aus wie Mitarbeiter, oder? Mhm. Sei mal ehrlich. Ja, du hast Eiermerch an, weil da standen hinten gerade irgendwo Eier. Stimmt. Und du hast den Meckes-Kopf an.
Stimmt. Ja, dann macht das ja Sinn, dann können wir auch zugucken. So, Anton, wir haben uns jetzt einmal noch mal ganz kurz umgezogen, weil wir sind jetzt offizielle McDonald's-Mitarbeiter. Wir haben gerade vom Chef einmal die ganzen Sachen zum Anziehen bekommen. Einmal hier, Mecke-Schürze, den Hut und jetzt gucken wir das. Dann fragen wir gleich mal, ob uns einer einen Burger machen kann, oder? Aber denk dran, nichts anfassen. Mhm. Weil jetzt sind wir hier, zeig mal dein Outfit. Jetzt hast du Eierkopf, Meckes. Das ist doch das Beste, was man haben kann, oder? Kevin, das was Besseres als das gibt's nicht. Ich glaube auch. Anton, aber denk dran, du bist Mitarbeiter. Schön normal acten. Und was müssen wir heute machen? Jetzt gucken wir uns an, wie ein Burger gemacht wird. Okay, was wird da gerade gemacht? Kann ich das haben? Was haben wir jetzt haben? Ja, Cheeseburger. Guck mal, jetzt kriegst du sogar einen Cheeseburger. Das krass, oder? Ja. Muss mal zugucken, wie er den macht. Guck mal hier, da kommen oben die Brötchen rein, die sind dann gleich getoastet. Brötchen? Ja. Guck mal, hinter dir wird gerade das Fleisch rausgeholt, das wird da auch gerade vorbereitet. Geil, oder? Ja. Oh, guck, zack. So, da wird dein Burger gerade gemacht. Und jetzt kommt da noch ein Fleisch drauf, Anton. Und zack, da ist dein Cheeseburger fertig. Den dürfen wir nicht hier drin essen. Den darfst Nein. du jetzt mitnehmen, den legst du dir zur Seite und essen wir dann draußen gleich. Ja. Lass mal noch mal nach vorne gehen, oder? Guck mal hier, weißt du, was da gerade gemacht wird? Da wird gerade das Fleisch fertig gemacht. Geil. Da vorne ist das dann drin. Heftig, oder? Ja. 2, 1. Alter, das ist geil, oder? Mach doch einmal zur Seite, Anton. Jetzt wird das hier zubereitet, guck mal. Das ist jetzt McRib, der geht da jetzt rein. Cool, oder? Ja. Und Anton, noch eine ganz wichtige Sache. Falls du dich jetzt hier gerade wunderst, warum die das alles mit Händen machen und nicht irgendwie Handschuhe oder sowas anhaben. Tatsächlich ist es viel hygienischer, wenn man sich öfter die Hände wäscht und die mal desinfiziert, als wenn man Handschuhe anzieht. Weil darunter sammeln sich nämlich die Bakterien. Man muss einfach ganz oft Hände waschen und so ist es viel hygienischer. Wusstest du das? Ja, aber bei McDonald's ist doch immer alles sauber. Das stimmt. Komm, wir gehen nochmal auf die andere Seite. Was ist da drin? Ah, Trockenzwiebel. Guck mal, Anton, hier sind die Gorken. Ganzen Sachen. Dann Gorken. Hier sind ja direkt bereit, dass man die direkt weiterverarbeiten kann. Oh, guck mal. Und hier, da vorne ist die McFlurry-Maschine. McFlurry, glaubst du, ich krieg davon noch einen? Soll ich mal kurz nachfragen? Das wäre ja schon cool, oder? Dann hast du einen Cheeseburger und einen McFlurry bekommen. Ja. Und wir waren heimlich hier. Na ja, gut, jetzt nicht mehr ganz so heimlich, ne? Nee. Aber schon geil hier, oder? Ja. Boah, Kevin, ich glaube, hier will ich auch später mal arbeiten. Das ist cool, oder? Ja. Bitte einmal ein Oreo. Guck mal, da geht er jetzt rein. Wow, das ist mega. Ja. Ja. Wow. Und jetzt wird gleich einmal gerührt und wow, dann ist er fertig. Dann hast du einen Cheeseburger und McFlurry abgeschraubt hier. Wow. Cool, oder? Ja. Schön. Oh, danke. Willst du dir noch mal deinen Cheeseburger holen? Oder ja, soll ich den? Bleib du eben hier, ich hole dir ja noch mal deinen Cheeseburger, ja? Ja. So, Antons Cheeseburger haben wir jetzt hier auch einmal mitgenommen. So, Anton, wurdest du den Kittel schon wieder ausgezogen? Ja. Deine Mütze musst du behalten. Komm noch mal zurück. Ja, die Mütze stelle ich in mein Zimmer. Ja, die ist geil, oder? Ja. Hier ist dein Cheeseburger. Ja. Guten Hunger. Ja. Lecker? Boah, Kevin, das ist so cool, dass wir hier filmen durften. Ja, Freunde, also ihr habt gesehen, es war jetzt nicht ganz heimlich. Aber ich würde sagen, ihr habt wahrscheinlich noch bei keinem anderen YouTuber gesehen, dass wir so in die Küche durften. Wie gesagt, das ist abgesprochen gewesen. Wir haben auch immer auf die Hygienesachen und so weiter geachtet. Ihr seht, wir haben nichts angefasst. Hatten sogar eine Schürze in der Küche, als wir da länger waren. Und jetzt bist du glücklich, oder? Ja. Also vielen Dank an McDonald's, dass wir hier drehen durften. Dankeschön an den Inhaber. Und McDonald's ist der geilste.